Wir sind in Taufkirchen an der Vils. Die Gemeinde liegt nordöstlich von München, rund 55 Kilometer entfernt. Wahrscheinlich wurde nahe der Vils eine Taufkirche gebaut, die dem späteren Ort den Namen gab. Taufkirchen gehörte dann zur alten Pfarrei Mosen, die bereits 769 das erste Mal erwähnt wurde. Heute leben in der Gemeinde über 10.000 Einwohner. Von München aus sind sie mit Bus und Bahn in 1,5 Stunden in Taufkirchen. Diese Taufkirchner haben uns Geschichten aus ihrer Heimat erzählt. Der zweite Bürgermeister Christoph Puschmann hat uns das berühmte Wasserschloss gezeigt. Peter Kapustin hat uns das größte Dinoskelett Bayerns vorgeführt. Und wir durften eine ganz alte Handarbeitstechnik kennenlernen, das Klöppeln. Aber jetzt widmen wir uns einer Sportart, und zwar einer, die es schon in der Altsteinzeit gab. Da wurde sie noch zum Jagen verwendet. Wir sind jetzt hier bei einem Sportverein. Und zwar geht es um einen Sport, da geht es um äußerste Konzentration und Präzision. Und es ist der Bogenschützenverein Taufkirchen. Oh, hier wird jetzt schon konzentriert geschossen. Wow, das war jetzt aber mehrmals ins Gelbe. Hallo Hans. Hallo, grüß dich. Du, seit wann gibt es euch hier, gibt es den Verein? Den Verein gibt es seit 8 Jahren. Den habe ich gegründet im 2011. Und seitdem... Konntest du das vorher schon, Pfeil und Bogen schießen? Nein, ich habe mir das selber auch lernen lassen. Und mit Weiterbildung kommt man dann doch mal ins Ziel. Und wie viel seid ihr mittlerweile? Mittlerweile sind wir so 80 Leute. Und wie, in welchem Alter? Wie alt sind eure Mitglieder? Also wir haben Jugendliche, beginnen deren mit 8 Jahren. Und so zwischen 8 und 18 haben wir ungefähr so 25, 30. Und der Rest sind Erwachsene. Und Jungen und Männer, also Männer und Frauen, gleich viele? Oder nein, nicht ganz, leider. Aber ich sage mal so 40, 60, also Prozent. Und was ist das, also ich meine, wie lange gibt es denn Pfeil- und Bogenschießen schon so menschheitsgeschichtlich gesehen? Oder das ist ja was ganz Archetypisches, also was Archaisches. Eigentlich schon ewig. Ja. Ganz stark waren ja die Engländer mit den Blankbögen. Die waren ja im Bogenschießen sehr weit vorn. Bloß die haben halt sehr große Gewichte drauf, weil die konnten auch weit schießen. Ja. Wie weit konnten die schießen? Also weiter wie jetzt hier. Also was ist denn das für eine Entfernung? Das sind jetzt 18 Meter. Im Freien schießen wir bis zu 90 Metern. 90 Meter? 90 Metern. Und ich sage jetzt mal, aber mit dem Bogen würde ich so an die 200 Meter schießen können. Und ich sage mal, aber kann man so weit noch mit bloßem Auge die Zielscheibe fixieren? Ja, das kann ich dir später zeigen. Wenn du willst, kannst du es mal ausprobieren. Man sieht das, ja. Und es sind ja doch große Scheiben. Aber ja, ich sage jetzt mal, es funktioniert. Ob es jetzt auf 200 Meter so eine Scheibe noch sehen würde, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, maximal 90. Aber da ist es ungefähr auf 90 Meter so groß wie hier die kleine. Und was ist das, was würdest du sagen, ist das Besondere am Bogenschießen, an der Sportart? Also was ist das Faszinierende für euch, dass ihr das macht? Also für mich ist das Faszinierende eigentlich das, dass ich zur Ruhe komme, dass ich mich konzentrieren kann, dass es hier und jetzt nur das Ziel gibt. Ja? Ich habe eine Körperspannung, ich muss mich aufrecht hinstellen, ich muss mich immer gleich hinstellen. Und wie gesagt, ich konzentriere mich und schalte alles andere ab. Aber ist es auch wirklich körperlich anstrengend? Also wenn ich an Sportart denke und Joggen und Schwimmen oder irgendwie so, steht es ja nur. Ist das überhaupt anstrengend? Ist das überhaupt eine Sportart? Okay, Sportart ist es auf jeden Fall, weil es ist olympisch. Anstrengend würde ich sagen, gut, ich habe hier 40 Pfund drauf. Das hier immer gleich zu ziehen, macht ein bisschen Kraftakt. Aber so richtig ins Schwitzen kommen tue ich vielleicht nur, wenn ich draußen bei schönem Wetter bin. Was hier ist, ist das Geistige. Ja. Dass ich einfach immer das Gleiche mache. Ich muss mich immer aufrecht hinstellen. Ich muss immer das Gleiche machen, um hier immer das gleiche Ziel zu treffen. Das ist eigentlich die Kunst dabei. Und hat dich das auch, meinst du, im Gehirn oder so weitergebracht, seitdem du Pfeil und Bogen schießt? Ja, in der Konzentration, so im wahren Leben eigentlich. Was die Konzentration angeht, auf jeden Fall.
und im wahren Leben. Ja, man wird ruhiger, man wird vielleicht zentrierter. Schon, also schon hat was Meditatives. Ja, auf jeden Fall. Und es geht auch den Mitgliedern so, die kommen. Wie oft trefft ihr euch hier? Also hier in der Halle sind wir normalerweise viermal in der Woche. Viermal in der Woche sogar? Ja. Ist hier belegt? Ja, Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag meistens. Aber wie viele können gleichzeitig schießen? Wir haben hier sieben Scheiben und ungefähr, also maximal, sage ich jetzt mal, können hier vier Leute auf eine Scheibe schießen. Und also es gibt dann mit diesen kleinen Scheiben vier. Aber meistens schießen bloß zwei, drei auf einen. Und gibst du dann den Kindern auch hier Unterricht? Ich gebe auch Unterricht, ja. Aber die haben natürlich kleinere Bögen, kleinere Pfeile und so, oder? Schwächere Gewichte, ja, das stimmt. Ja, dann, jetzt bin ich gespannt, jetzt möchte ich es auch mal ausprobieren. Erklärst du es mir dann mal? Gern. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann bin ich gespannt, wie das funktioniert, das Pfeil- und Bogenschießen. Wir sind in Taufkirchen an der Vils und der erste Schützenmeister Hans Wachinger hat uns schon von der Entstehung des Vereins erzählt. Und jetzt zeigt er uns noch, wie es geht. So, mir zeigt der Hans jetzt hier eine Trockenübung, wie ich Pfeil und Bogen schießen kann. Genau, was muss ich machen? Also das Wichtige ist, dass man aufrecht gerade steht. Dann nimmst du das Theraband, hast du jetzt schon in der Hand. Die Bogenhand ist gerade. Mhm. Und jetzt gehst du nur hoch. Der Ellbogen geht hoch. Und jetzt führst du dieses Band unter das Kinn. Aber nur bis zum Kinn, Kinnmitte. So? Ja, noch ein bisschen weiter. So. Ja. Und jetzt in der Position lösen und nach hinten ziehen. Kicken. Und dann muss ich loslassen? Lösen und kicken. Was heißt kicken? So, als wenn dein Kameramann hinter dir steht und den haust rein. Okay, aber dann haue ich mir jetzt das Gummiband. Das tut nicht weh. So. Nicht noch nach hinten ziehen, sondern bloß lösen. Bloß lösen. Zack. Okay. Probieren wir es nochmal. Einmal noch. Position 1. Mhm. Position 2. Jetzt unter das Kinn reinziehen. Sauber anlegen hier. Ja. Und jetzt lösen. Und jetzt lösen. Genau. Okay. Am besten nicht so. Nicht so, sondern so. So nach hinten lösen. Ja. Okay. Ja, gut. Das war's. Und dann gehen wir zum Bogen selber. Ja. Jetzt braucht man den Schutz. Mhm. Warum braucht man dann Schutz? Ja. Der ist ganz wichtig, weil. Wenn ich hier den Arm ein bisschen falsch halte, kann es sein, dass ich mir die Sehne hier drauf haue und dann gibt es einen richtigen Bluterguss. Okay, ja, so. Lieber nicht. Wir haben eng anliegende Kleidung. Jetzt hast du den Armschutz. Ja. Hier gibt es noch einen Fingertap. Der wird hier an den Mittelfinger angelegt. Der ist dafür, dass du hier diese Sehne nicht so spürst. Mhm, ja? Das nicht so weh tut. Mhm. Genau. So, jetzt nimmst du hier den Bogen. Hier im Griffstück. Mhm. Jetzt gehen wir an die Schießlinie. Jetzt müssen wir aber noch warten, bis die Kollegen wiederkommen. Also das ist, genau, man darf nur schießen, wenn alle hier stehen und Richtig. Einer gibt immer ein Zeichen. Genau, einer passt auf. Also weil wenn jemand getroffen wird, dann kann man wahrscheinlich sterben, oder? So ist es. Schon. Der Pfeil geht durch den Körper durch. Ja. Obwohl der wahrscheinlich nicht mal, spitz ist der schon. Der ist schon spitz, der hat hier eine Metallspitze. Ja. Und wie schwer ist das? Ja, ganz leicht. Ja, das ist Carbon. Es gibt Holzpfeile, Aluminiumpfeile und Carbon. Und fängt man mit Carbon an zum Üben? Nein, eigentlich egal. Also bei uns jetzt fangen wir so an. Mhm. Ja. Mhm. Gut, jetzt stellst du den am Fuß ab, auf deinem Fuß. Mhm. Du nimmst ihn hier an der Nocke. An der Nocke? Legst ihn hier auf die Hand und führst ihn vor und nockst ein hier. Und so, dass die beiden nach innen schauen, andersrum, genau 180 Grad. So, genau. Und jetzt kann man auflegen. Mhm. Jetzt die Handhaltung, wie man gesagt hat, die Fingerhaltung, wo ich gesagt habe, ein Finger drauf. So? So drauflegen und die unteren ein bisschen weg. Ja, genau. Kleiner Finger und Daumen zusammen. Und jetzt abkippen. Einfach abkippen so? So, genau. Mhm. Das ist Position 1. Ja. Jetzt wieder groß machen. Über die Schulter schauen. Und jetzt gehst du mit der Hand hoch. Stehe ich überhaupt in der das Linie von der? So, das ist egal, das passt oder wie? So. Ja? Wir haben es schon so richtig. Ah, das ist und jetzt gehst du nur hoch. Ja. So, genau. Und jetzt möchte ich, dass diese Sehne hier am Kinn in Mitte geht. Die aber musst wann, du spüren. Ja, okay. Aber wann fixiere ich das Ziel? So. Ja. Kinn, Nase. Ja. Dann ins Ziel und dann schießen. Man macht auch ein Auge zu dabei, oder? Ja. Normal du kannst schon. Beide auflassen, aber normal.
Gleichgewicht. Also das jetzt an das Kinn Mitte. Ellenbogen geht hoch und zieh. Noch weiter. Du bist noch nicht am Kinn. Na, ach so. Jetzt, stopp. Das ist aber runtergefallen. Stopp, ja. Dann wieder zurück. Warum ist jetzt die stopp. Nächste? Doch, dann sind die, du hast zu viel Auszug. Also das war jetzt nichts. Für deine Armlänge brauchen wir längere Pfeile. Ja. Und darum gebe ich dir jetzt die. Wieder einnocken. Einnocken. Bis Klick macht. Klick? Hat es irgendwo Klick gemacht? Ja, passt. Ja, okay. Auflegen. Ja, hast. So, Position 1. Position 1. Gerade stehen. Ja. In Position 2. So, Ellenbogen hoch. Und jetzt das unter das Kinn. So. Kinn. Weiter. Ja, Nase ran. Das ins Ziel. Und oh, ist das schwer. Getroffen. Habe ich jetzt ins Rote getroffen? Ja! Ich sag ja, es geht. Jetzt hab ich's verstanden. Es geht alles. Ja. Okay? Ja, so noch einmal. Ja, mach, der einmal ist noch machen da. Wir noch. Jetzt, wo es so gut lief. Jetzt haue ich es natürlich ins Gelbe rein. Jetzt, wo ich weiß, dass ich hier auf dieses Ziel, auf dieses, wie nennt man denn das rote Ding da, wo das man durchschauen muss? Achso, das ist das, das Visier. Visier, genau. Ich muss durchs Visier schauen. Also Ellenbogen hoch. Ellenbogen hoch. Und grade. Schön unter das Kinn. Und das Kinn. Zieh. Und das Kinn, du bist zu weit weg. Und das Kinn? Ja, da. Da? Ja, zieh. Noch weiter? Ja, Kinn, und die Nase ran. Ins Ziel und zack. Oh Gott, schwer. Der war wieder drüber. War ich sehe ihn nicht mal, der wo war er ist. Zu hoch. Ja, Hans, vielen Dank für diese Einführung. Ich sehe schon, da muss man viel üben, ja, dass man das kann. Vielen Dank euch auch, dass ihr hier uns gezeigt habt, wie es funktioniert. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, probieren Sie es mal aus. Das ist es wert, das mal zu probieren. Genau. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.